Herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 15! Karriere. Los geht's auswärts bei Georgiev. Ruhr, Georgiev. Los geht's. Wird ein schweres Spiel, würde ich mal behaupten. Auch Profi. Wir haben noch kein Spiel gewonnen. Immer nur ein Tor erzielt. Auch immer eins gefangen. Ja, ich hatte ja einmal gesagt, dass ich das nie schaffe. Aber das habe ich jetzt ja locker geschafft und ja, das ist auch kein Problem eigentlich. Jo, ich bin vorne. Immer mehr wie du. Okay. Dann gut, dann geht's jetzt los, aber ich will mir die Aufstellung von denen nochmal angucken. Spiel in der Gruppenphase. Stadion 23. Mai. Furchtbare Sachen erlebt. Mal gucken, wie das heute ausgeht. Georgiev. Äußeren Bedingungen. Borussia. Die Mannschaft München. Sind bestimmt gut eingestellt, das Stadion ziemlich voll. Wir sind Zweiter. Es gibt BSC Young Boys und Rosenborg haben wir noch im Gruppe. Ich will mir nur die Mannschaft angucken. Auswärts wird kein einfaches Spiel, denke ich. Es wird kompliziert werden. Im letzten Spiel macht Kruse ja das 1-0 ganz früh und danach auf einmal wird es ganz schlecht. Ja, ich will mir jetzt die Aufstellung angucken. Es hat sich schon herumgesprochen, Marek der Torhüter Cicic auf der Bank wird seine Karriere wahrscheinlich Mittelfeldspieler, Alter, er selbst hat sich dazu noch jetzt, ja, da unten sitzt er. Skerba, Kuz, Gidron, da wird jetzt übrigens aber nicht der Torjubel eingefügt werden, weil es ist keine kannte Mannschaft. Und ich wüsste auch nicht, dass das im Internet überhaupt gibt, dieser Torjubel. Xhaka. Kruse. Kruse. Unsere Torschützen, ja, bisher Raphael und und Kruse. Am Anfang sind wir immer stark, aber dann lassen wir immer übelst nach. Das ist Geier. Das ist Kruse. Kruse. Das ist wieder Geier. Jetzt will ich hier aber wirklich auch einen Sieg sehen. Deswegen gleich mal ein bisschen offensiv anfangen. Hahn, ja, momentan von Anfang an. Der Begegnung. Raphael. Boah, das war eine gute Chance. Und Kruse. Wieder Traoré, Flanke. Und Raphael! Boah, das war eine richtig gute Chance. Können die da was draus machen? Aber gute Parade vom Keeper. Klasse Ding. Und dann kommt der da gerade mal so dran. Ecke, Ibrahim, Traoré. Das ist Schranzel. Da haben wir schon ein paar mehr, da haben wir schon mal ein paar Tore gemacht. Auch gegen Barcelona zum Beispiel. Einwurf für uns. Wir sind hier gleich die spielbestimmende Mannschaft bis jetzt. Platz, Xhaka. Raphael. Raphael kommt gut, Kramer. Foul war das nicht. Aber Skerba. Und wir fangen gut an. Also das ist wieder eine gute Anfangsphase, wie auch gegen Schalke. Endlich ein gut vorgetragener Spielzug, aber dann auch gleich der Ballverlust. Das ist Xhaka. Das ist Xhaka. Das ist Hahn. Das ist Raphael. Und das ist scheiße. Oh Mann. Der letzte Quäntchen fehlt da noch wirklich. Stranzel. Oh. Langsam kann er sich Dominguez den Ball zurechtlegen. Oh. Oh oh. Oh oh. Toni Janschke. Und stark. Schöne Attacke. Christoph Kramer. Konter. Der Ball. Hahn. André Hahn. Immer noch Hahn. Der hat jetzt Platz. Der kann den Ball treiben. Er treibt den Ball. Stark. Jetzt kann er zurücklegen auf Raphael. Raphael noch ein zweiter auf Xhaka. Xhaka und Kruse muss dann. Ja, da kann sich bedanken, dass dieser Ball. Unsere Fans machen hier richtig Alarm. Janschke. Oh, das war nix. Bald ist es das soweit. Die war nächste Bundesliga-Begegnung für Borussia Mönchengladbach. Dann geht es zu Hause gegen den Hamburger SV. Und das in der Kommentatorenbox auch dann wieder Manni Breukmann und Frank Buschmann. Das sollten wir aber hoffentlich jetzt endlich mal gewinnen. Wir haben ja immer noch einen Fluch eigentlich. Der Unentschiedenkönige jedes Mal 1-1 bis jetzt. Und zu Spiele. Außer in Testspiel. Und Hahn. Junge. Und Jatschke kommt da nicht mehr dran. Das ist jetzt die erste Möglichkeit für die erste Offensivaktion für die Leute von Georgia. Ja, ich kann das nicht ausprobieren. Oder Georgia oder sowas. Das ist die erste Wunderbar. Möglichkeit und Sommer. Sommer gleich mal auf dem Posten. Das war auch die erste. Ich
kriegt das Ding aber nie so richtig an. Das gibt's doch gar nicht. Zweite Möglichkeit. Und dann fällt gleich ein Tor. Ich finde einfach, wenn die Gegner nach vorne kommen, dann kommen die immer gleich durch und schießen ganz frei aufs Tor. Die Verteidigung stimmt einfach noch nicht. Da steht er ganz frei und Strandl kommt auch nicht dran. Und dann hat es nochmal keine Chance. Und es steht 1-0. Und vorne ist es zwar gut, dass sie spielen, aber hinten ist es schwach. Traoré, vielleicht. Oh Mann, Jungs. Jetzt haut doch mal da dran, ey. Manometer. Und jetzt. Wir haben wieder so gut angefangen, dann kommt immer dieser Negativpunkt immer. Gaia ist auch schwach. Er macht bislang so schlechte Partien, hat noch keine einzige Partie gespielt. Das war vielleicht ein Fehler im Kauf. Vielleicht. Und jetzt Traoré. Das war gut. Das war mal gut von Traoré. Das war mal gut. Es war gut. Es war gut und das war Kruse und der kommt nicht dran. Das gibt's doch gar nicht. Kommt dann aber auch nie so richtig. Verteidigen das irgendwie auch besser, die Gegner. Raphael, Junge, klasse. Den holt er sich stark. Kruse. Jetzt vielleicht mal eine Reaktion zeigen. Das ist gelbe Karte. Gib dem gelb. Gib dem auf die Fresse, Kruse. Ja, da muss jetzt es richtig. Klare gelbe Karte für Piotr Szawarczyk. Vielleicht soll ich mal vielleicht mit Raphael mal versuchen. Einfach mal draufhämmern. Oh, das war gar nichts. Gute Übersicht. Im richtigen Moment. Christoph Kramer. Christoph Kramer, jetzt mal. Jetzt mal. Chaka, das war sie. Die gute Chance. Aber aus Wort nix. Wirklich, jetzt mal da ein bisschen mit Druck hinter. Geier, Junge. Jetzt mal auch mal ein bisschen aggressiv da. Wirklich hin. Dominguez. Und es gibt Freistoß noch. Und da rasten alle aus. Jetzt ist jetzt gelb. Was? Alter, das ist keine gelbe Karte für Dominguez. Aber wir müssen jetzt wirklich mal eine Reaktion zeigen. Ist es ja wohl klar, dass er zurückgepfiffen wird. Da gibt es kein Vertun, der Schiedsrichter liegt richtig mit seiner Einschätzung. Ein Freistoß, das ist für ihn eine Einladung zum Toreschießen. Das gibt's nicht. Wie kann denn so ein Ball bitte reingehen? Zur Hölle. Meter, jetzt bin ich aber auch ganz schön aggressiv. Das gibt's doch gar nicht. Wie kann man denn so ein Scheiß. Jetzt bitte für eine Ansicht. Alter, was war denn das bitte für ein Tor? Und weil's so schön war, was? Die Mauer bleibt stehen und dann kommt da so ein Ball. Besonders natürlich noch in der Wiederholung. So ein Ball. Momente, Sommer bleibt stehen. Zweites Tor. Die Verteidigung ist so miserabel. Ich meine, was Geier kriegt, hat er auch nur nachträglich gekriegt. Ja, klar. Mann, das gibt's doch gar nicht. Dominguez, das kriegt doch fast noch einen Elfer. Manometer. Es geht doch mal nach vorne, ey. So langsam habe ich die Schnauze voll. Ist mir jetzt scheißegal, dass es totaler Angriff ist. Es kommt keiner mit nach vorne. Kruse. Jetzt. Hau den Ball. Oh, die kriegen ja auch immer das Ding dann noch raus. Halbzeit. Wenn sie sich nach Hause schaukeln wollen, müssen sie mindestens noch einen drauflegen. Zur Pause. Das gibt's komplett wechseln hier. Das sehe ich ja gar nicht ein hier. Raphael schwach wie sonst was. Traoré schlecht. Tarn ist auch scheiße. Weg damit. Der Schiedsrichter guckt sich nochmal um. Jetzt will ich aber was sehen. Der Ball liegt am Anstoßpunkt. Ja, Mann, zum Glück ist der wieder fit. Der ist der Einzige, der mir auch wirklich in allen Spielen gefallen hat, wo er gespielt hat. Vielleicht macht Adwa ja noch was. Das ist Max Kruse. Das ist Hermann, da ist er gleich. Oh, und da kommt er gleich zum Schuss, fast. Das ist ein Riesenunterschied zwischen denen und... Der war gar nicht Hermann, der war Adwa. Es war Hazard sogar. Ist mir jetzt auch relativ egal. Auf jeden Fall machen die bislang einen guten Eindruck. Es ist Hermann. Das ist natürlich auch ein guter Flankengeber. Und Dominguez. Wo bleibt denn die Verteidigung? Jetzt alleine. Das ist jetzt natürlich geschuldet, dass ich totaler Angriff eingestellt habe. Aber das macht Stand sehr gut.
Oh, und das ist scheiß Ding. So, das ist scheiß Ding. Gewechselt bei den Hausherren. Jetzt wechselt ihr Hausherren. Die Hausherren. Ich will auswechseln. Und dann sowas. Wir verlieren viel zu einfach die Bälle. Muss einfach viel ruhiger angehen. Das, da muss der Torwart hin. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Ja, den hat er Torwart. Der Mann, von dem es heißt, dies wäre seine letzte Saison. Er hat es halt immer noch drauf. Er ist zwar nicht mehr der Jüngste, aber er zeigt immer wieder und allen, wie wichtig er für diese Mannschaft sein kann. Unglaublich. Und dann dieses klasse Tor. Was macht denn der Torwart? Der muss da rauskommen. Abschluss, Manni, das ist Weltklasse. Die Verteidigung ist scheiße. Klare, deutliche Führung. Hermann. Kruse! Das war sie doch jetzt mal, endlich. Endlich ein Lebenszeichen. Endlich ein Lebenszeichen. Thorgeir Hazard. Mit der Ecke. Thorgeir Hazard. Er kommt gut. Ich gehe jetzt nicht ans Telefon, auch wenn es direkt daneben klingelt. Ist mir scheißegal. Ich habe jetzt so die Schnauze voll. Wir können warten. Was auch immer ist. Hermann! Ja, mit dem Fuß zu zielen, das ist schon verdammt schwer. Ich weiß zwar nicht, wer das war. 6-1-0-0, wer könnte das sein? Und die Partie wird mit dieser Abseitsentscheidung unterbrochen. Da haben wir denn 13:30. Also Jungs, das ist gar nichts, was wir zeigen. Das ist echt gar nichts. Das ist jetzt der zweite Part, den ich hintereinander aufnehme. Und nach dem Schalke-Spiel ist das noch schlechter, dieses Spiel. Oh Jungs. Janschke. Schön. Schön langer Ball. Ja, das war Abseits. Oh Jungs, oh Jungs, oh Jungs, oh Jungs. Totaler Angriff ist scheiße, manchmal sehr offensiv. Ah, die rufen schon Sieg. Kann er sich den Ball holen? Hermann versucht es immerhin. Genauso wie Hazard auch. Da nutzt keine Ermahnung, da gibt's eine Verwarnung, gelb. Karamet. Versuchen es, also die neuen Leute versuchen es immerhin, und wenn dann so ein Ball kommt. Und dann ist er auch noch frei durch. Das gibt's doch gar nicht. Die Verteidigung hinten stranzelt Dominguez ganz, ganz schwach. Die, das war jetzt mal gut gemacht. Das ist Dominguez. Was macht der bitte da vorne? Das ist Advai. Advai! Dominguez! Den hat er richtig schlimm verzogen. Aber was ist das auch für eine Schusshaltung? Was macht der denn? Das ist mir ganz Kabel verwirrt hier. Ich glaube, ich gehe gleich einfach. Sollen sie selber spielen? Leute, Mann, Dominguez! Das war doch eine richtig gute Chance. Advai tankt sich gut durch und dann so ein guter Ball. Hazard. Dominguez. Advai! Advai! Jetzt macht das Kruse das Ding! Jetzt macht es Kruse! Max Kruse! Danke! Endlich mal ein Lebenszeichen! 3-1 Kruse! Stark. Advai, den macht er ganz, ganz stark. Super Parade, und dann kann der Torwart nichts machen. Dann ist Kruse da. Das ist eine klasse Leistung bisher. Hier ist auch gar nicht viel zu machen. Da sollten sich andere mal an die Nase fassen. Ja, da kann der Keeper nicht festhalten. Und wo fällt die Kugel hin? Genau vor die Füße des Stürmers. Und der schiebt ein. Der köpft ein, bitte. Geht da mal richtig rein. Dominguez, der ist natürlich jetzt ganz offensiv. Gefühl, der Gegner kommt überhaupt nicht ran. Schöner Zweikampf. Christoph Kramer, jetzt hat er. Jetzt noch mal ein bisschen was machen. Und gespielt. Chaka. Das ist Advai. Der gefällt mir richtig gut. Dominguez. Alvaro Dominguez. Da ist Kramer. Christoph Kramer. Christoph Kramer. Advai wieder. Advai. Das Ding ist nicht drin. Das war sie. Das ist die Chance zum entscheidenden 3:2. Das wäre es doch fast gewesen. Das wäre es fast gewesen. Das ist Hazard. Thorgeir Hazard. Und jetzt drücken wir. Geier. Holt sich das Ding runter. Oh, und dann so ein Ballverlust. Gibt's nicht. 3:1. Zeit für die Frage, gegen wen geht es als nächstes, Buschi?
Der kommende Gegner der Gladbacher heißt Hamburger SV. Kramer, nochmal langes Ding, aber der kommt auch nicht weit. Tierisch enttäuscht sein. Ja, ja. Das stimmt. Wohl, wenn das so ausgeht. Aber wir haben ja noch ein bisschen. Hazard wieder. Hermann. Hermann, das ist Alter, die neue, das ist eine richtig gute Neuverpflichtung für uns. Der macht echt ein gutes Spiel. Können. Der riesen Außenseiter liegt in Front und es sind ja nur noch ein paar Minuten, Buschi. Ja, Manni, und da kann man mal wieder sehen, was die sogenannten Experten, das trifft manchmal auch auf die Kommentatoren zu, vorher so alles reden. Damit haben wir doch nie und nimmer gerechnet. Christoph Kramer. Adwei wieder. Dominguez. Hallo, Dominguez. Hazard, da muss doch irgendeiner mal schießen. Wir drücken jetzt nochmal, wir machen immerhin noch was. Da bin ich jetzt damit zufrieden mit den Leuten, die dann wirklich reinkamen und da wirklich was gemacht haben. Es reicht mit Adwei, der wird im nächsten Spiel von Beginn an spielen, weil Raphael war in den ersten Begegnungen stark, aber die kriegen jetzt das Ding auch nicht mehr raus. Hinten. Ah, aber irgendwie war es nichts ganz Konkretes. Das ist nochmal Dominguez. Und dann, aber klären, Schluss, 3-1 verloren. Ich bin damit nicht zufrieden natürlich. Kurzzeitig war es eine gute Leistung, aber ja, das hat schwach war das, Jungs. Deswegen werde ich jetzt auf jeden Fall Hermann diesmal von Anfang an natürlich bringen. Also das ist ja unsere Standardaufstellung so. Bis zur nächsten Folge. Wir stehen auch ganz unten auf Platz 14 nur mit 3 Punkten aus 3 Spielen. Damit bin ich natürlich nicht mehr zufrieden und bis dann. Ciao.